Tagesordnungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat uns mitgeteilt, dass heute die Bundesministerin der Verteidigung, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, zur Verfügung steht. Seien Sie uns herzlich willkommen, Frau Bundesministerin. Sie haben das Wort für Ihre einleitenden Ausführungen. 5 Minuten. Das sind die Grundlagen, auf der wir arbeiten. Das war auch Gegenstand unter anderem der Diskussion heute im Kabinett. Vielen Dank. Dank. Dazu eine Rückfrage, eine Nachfrage von Frau Vogler. Frau Ministerin, Sie haben ja speziell um die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel durch Soldaten in Uniform zu ermöglichen, auch die Bekleidungsverordnung geändert. Bisher war es ja aus gutem Grund so, dass wir in unserem sich doch als überwiegend zivil verstehenden Land Soldatinnen und Soldaten das Tragen der Uniform in der Freizeit ausdrücklich verboten war. Und jetzt haben Sie das entsprechend geändert. Sehen wir da nicht einen Paradigmenwechsel vom Bürger in Uniform zum Uniformträger auch in der Freizeit oder gar zur wandelnden Litfaßsäule der Bundeswehrwerbung? Frau Ministerin. Frau Abgeordnete, ich bitte um Verständnis, dass ich mich Ihrem Ausdruck der wandelnden Litfaßsäule in Uniform nicht anschließen kann. Das ist, finde ich, auch nicht angemessen den Soldatinnen und Soldaten. Im Übrigen tragen unsere Soldatinnen und Soldaten, wenn sie kostenfrei die Bundesbahn nutzen, das nicht in ihrer Freizeit, sondern es geht von ihrem Dienstweg, vom Dienstort nach Hause. Insofern ist das keine Freizeit. Sondern es geht von Ihrem Dienstweg, vom Dienstort nach Hause. Insofern ist das keine Freizeit.